Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth by Sleep. Yay! Immer noch in Aquas Geschichte, die sich gerade mit Ventus und mit Terra super gut vertragen hat, als sie sich das letzte Mal mit denen getroffen haben. Auf jeden Fall. Die Szene konnten wir auch vorher schon gar nicht. Ja. Antigraf und Magnet ergeben übrigens Blitzra aus irgendwelchen Gründen. Und mit einem Zeitkristall dazu ist es Attacke hast. Aus Gründen. Das eher, wo ich hinterfrage, warum. Sollte das nicht ein Magiehast sein? Wie gesagt, manche Sachen bringen das eine, manche Sachen bringen das andere. Weird. Okay, ist noch nicht auf Max-Level, dann ist alles gut. Ja, dann können wir vorne das Wasser noch erkunden. Oh, so wird es nicht dran gekommen. Guter Sprung. Ja. Gut, dass wir Sportsfan 2 haben. Psst. Ah, ich kann gar nicht den linken. Der Link ist nicht voll. Nope, kein D-Link. Kein Clown für die Sanduhr. Ja. Und mit den Lessons entsprechend natürlich auch direkt nichts. Fiese Sanduhr. Ja, dafür hast du uns jede Menge D-Link gegeben. D-Link. Oh, schön, dass wir wieder rausgekommen sind. Ich dachte, wir hängen jetzt immer fest. Magie gestiegen. Ne, ist nur für etwa 3 Stunden, dass man eingefroren ist. Und Sportsfreude Stufe 3 erreicht. Sehr gut, das heißt, wir können jetzt noch weiter springen. Ja. Was auch direkt geholfen hat. Wollte gerade sagen, war auch total benötigt gerade, glaube ich. Wo bist du? Da bist du, Schneewittchen. Schneewittchen und die 7 Zwerge. Brummbär wurde abgebrochen. So, jetzt sind sie abgebrochen. So, jetzt aber. Brummbär wurde nicht abgebrochen und hat uns auch ein Item da vorne gedroppt. Das ist also Eis. Oh, ich meine, Eis ist auch nicht schlecht. Was ist denn für eine Animation? Will der Tod casten oder was? Nee, es ist, glaube ich, Stopp. Was er casten möchte. Nee. Kommt ja nicht zu. Leider keinen Zeitkristall gekriegt. Na, leider. Wie er dann so ist. Ist der D-Link schon ausgemacht? Ja. Wir brauchen immer noch ein Sternchen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Auf dem D-Link. Ich weiß. Komm, Aqua, geh doch bitte da hoch. Danke. Gibt es hier oben auch wieder irgendwo einen Sticker, den wir nicht kriegen können momentan? Nee, die 2 Sticker, die wir nicht kriegen können, haben wir schon gesehen. Achso, dann ist ja gut. Thunder! Und wir kriegen einen Luna-Kristall. Ja, und wir kriegen vor allem einen Konterknall. Ach, Konter. Unser tatsächlicher, richtiger, normaler Konter. Sehr nützlich. Viel Spaß Konterknall. Damit. Konterknall. Hurra. Außerdem ist die Feuerexplosion fertig. Ja. Papa stellt noch einen Blitzra rein, da wir aktuell keine Feuerkommandos haben, können wir es nicht leveln, von daher. Gehen wir hier rüber. Ich würde sagen, gehen wir mal auf ein anderes Kommando, ne? Ja. Also, ein bisschen, dass es nachgespawnt ist. Kann ja nie schaden. Haben wir die Cooldowns abwarten. Ja. So. Haben wir die beiden Blitzras fertig. Psst. Psst. Guter Start in den Kampf. Ja. Geht nur schon mal scheintot. Vigrad, Stufe 2 erreicht. Außerdem hat Aero rein eine neue Stufe erreicht. Und wir haben einen Eiserhalter. Yay, mehr Eis. Aber wo mehr Eis? Den Trapez hat eine Stufe erhalten, yep. Nebelnektar, Sojarahm, Raketensoda, 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 Nebelnektar. Ganz viele tolle Dinge von diesen Eisgegnern hier. Sojarahm, Nebelnektar, aber die kriegst du sowieso nicht platt. Ach, nicht auf dem Level. Thunder nicht mehr erreicht. Von daher ja, ich hab die Gegner direkt neben mir dafür erreicht. Kaum noch Sinn gegen die zu kämpfen. Nochmal Raketensoda, juhu. Ja, haben wir denn alles gekriegt, was da oben war? Ja, sind die einzigen beiden Schatzungen gewesen, die da oben waren. Ja, dann ist ja gut. Sonst wäre ich nicht runtergesprungen. Dann ist ja gut. Blitzra. Und wir kriegen Donnerschlag. Ja, muss auch mal eingesetzt werden. Ja. Haben wir ja gerade das an, was das levelt. Also ja, von deswegen. Daher. Thunder! Thunder! Tod! Ja, ha! Tod. Und noch mehr Gegner. Natürlich noch mehr Gegner. Wir hast könnten nicht noch mehr ne? Gegner kommen. Wie könnte es sein, dass man nicht noch ein riesen Mob an Gegnern auftaucht? Blitz. Komm aus dem Boden raus, Kollege. Danke. Und der Unversehrte denkt sich... Ich hab Zeit. Ich glaube, ich bleib noch ein bisschen hier. Ja. Da kann ich zwar keinen Schaden machen, aber ich krieg auch keinen. Ja, ultimative Turtle-Taktik. Kein Schaden. Kein Schaden. Ich geh einfach die Flagge klauen.
Ja, gut, ne? Dann sollten wir jetzt aber hier erstmal wieder raus sein und kriegen natürlich eine Zwischensequenz, weil wir kommen an seinem Haus vorbei. Ja. Ja. Ey, pst! Jetzt will ich Buch lesen! The book you need to awaken the powers within you is just inside. Read to your heart's content, my dear. Klar! Merkwürdiger, verwirrter alter Mann. Ist wie ein Drogendealer. Ne? Terra and Ventus were here? Ja, aber es können unmöglich irgendwelche anderen zwei Lebewesen im gesamten Universum gemeint sein. Außer Terra und Ventus, ja. Ja. Goddammit, Aqua. Außerdem, Spiel stellt sich dann so hier hin, wo dann da vorne die Tür ist. Warum? Ja, wir müssen sowieso rein. Ach, das ist ein Sticker. Ja. Ein Blumensticker. Das ist der eine Sticker, an den wir rankommen. Nice. Ja. Von den dreien hier. Und hier drinnen ist Winnie Pooh, außerdem eine große Kiste. Die wir erstmal nicht verprügeln. Pling! Es ist ein Sehr Nord-Bericht Nummer 3. Ach, cool. So langsam komplizieren sie sich. Warum sollte Merlin den nicht einfach in seinem Haus rumliegen haben? Müssen wir das Buch untersuchen? Ja, ich will das Kommandobrett haben. Außer, das ist eine wichtige Cutscene. Die kann ich doch nicht einfach überspringen. Morgenwald! Jetzt kannst du dieses Kommandobrett spielen. Yay! Oh. Fahnenschwenk. Ne. Und wieder zurück ins Wohnviertel. Ja, dann können wir so langsam sicher die Welt aber doch mal verlassen, oder? Haben wir immer noch irgendwas? Haben wir immer noch irgendwas nicht gekriegt? Wir haben immer noch Sachen zu tun. Jeez. Werde ich doch noch nicht fertig. Jeez. Ich nicht? Nee, wir sind noch gar nicht fertig. Aber sonst wären wir hier längst hier raus. Wir kaufen schon einmal Barriere. Ja. Okay. Können wir nie genug von haben. So. Gibt's was, das zu leveln? Ja, jetzt können wir später mal das andere, die andere Barriere, die wir schon Maximum gelevelt haben, dann eben entsprechend fusionieren. Ansonsten kannst du nicht fusionieren. Du kannst nicht fusionieren, wenn du nur eine Barriere hast. Weil du bestimmt, weil du bestimmte Sachen, weil du bestimmte Barrieren so wegfusionieren kannst, dass da keine Barrieren mehr bei rauskommen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das bis jetzt schon mal gemacht haben. Nee. Ich habe es aber mal erwähnt, dass wenn man, dass man Rollen und Barrieren fusionieren kann, wenn man weitere kauft. Dass es sonst nicht geht. Hattest du mal. Weil das Spiel halt sonst sagt, bevor du nachher überhaupt nicht mehr blocken kannst, darfst du halt nicht fusionieren, wenn du nicht noch ein weiteres Blocken dabei hast. Oh, hey, Vanitas. Was machst du hier? Können wir jetzt ernsthaft einen Kampf gegen Vanitas? A mask? You're the boy that Ventus mentioned. Ah, yes. Ventus. Das wäre dann ich. Halb. Ne? Has he learned to put up a decent fight yet? What do you mean? I'll be asking the questions. Nein, ich habe gerade eine Frage gestellt. After all, between the two of us, I'm the only one who'll walk away from here alive. Huh. Yes again. I'm the only one who's going to walk away from here alive. Yes, it can. Nein, guess again. Ach, guess again. Ja, das ist falsch verstanden. Ja. Ja, das kommt vom Voice Acting. Man versteht sich schon mal nicht so besonders gut. Besiege Vanitas. Yay, ein Vanitas-Kampf. Hurra! Ich hab gedacht, die hätten wir mit Ventus jetzt durch. Aber scheinbar ist Aqua auch in Vanitas-Kämpfen mit einbezogen. Na gut, dann kämpfen wir halt eine Runde gegen Vanitas. Ja, der ist mal wieder lustig durch die Gegend teleportieren. Der hat wahrscheinlich immer noch die gleichen Fähigkeiten, die er in Ventus' Story auch hatte und kann aus jedem unserer Angriffe einfach raus teleportieren, weil er keinen Bock mehr hat. Wie gerade schon gesehen. Eindrucksvoll demonstriert, ja. Also kann er uns jederzeit backstabben, wenn er Lust hat. Vor allem bei dem Angriff ist es nervig, wenn er das macht, weil er so viel Schaden machen würde, wenn er sich nicht weg teleportiert. Minentrapez! Komm, lauf doch mal in die Minen rein. Ja, Minen funktionieren gehen immer ganz gut. Zum Glück. Go! Ja, zieh so voll, ja. Haben wir noch nie benutzt, die Technik. Too slow. Too slow. Nicht wirklich, du greifst noch nicht mal an und du wirst getroffen. Also, wie sind wir too slow? Ja. Chaos Control! Oh Gott, er ist nicht mal fast in der gesamten Kombo drin gewesen, aber. Erinnert mich schon ein bisschen an Schatten, den Igel. Thunder, Thunder und Thunder.
Ja, Frontierangriff und hat sich ein bisschen weniger teleportiert als das letzte Mal. Ja, so, weil er zwischendurch in der Mine gelandet ist. Sehr nützlich. Mehr Schaden genommen. Ja. Komm. Minentrap jetzt läuft wieder. Blitzra. Blitzra. Und Elrohre geht auch. Ja, ich musste nur gerade in den Donnerschlag reingehen. Ja. Ohne Donnerschlag geht das ja gar nicht hier. Nee, also kannst du nicht erwarten. Das wäre schon merkwürdig, ohne Donnerschlag zu arbeiten. Minentrapez. So, jetzt ist er aber fast besiegt. Thunder! Vielleicht nochmal zur Sicherheit heilen, genau. Suffer! Oder weich einmal aus und werde nicht getroffen von meinen drei Kugeln. Ja. Max! Nice. So, jetzt wird er aber gleich tot sein. Ja. Dann Deckgröße, schon wieder gestiegen. Ja. Meine Fresse. Zum dritten Mal. In vier Welten. Warum hat Aqua gegen die beiden Jungs immer noch das größte Deck? Weil sie mit ihren physischen Angriffen wirklich überhaupt nichts tötet. Vielleicht tatsächlich mal nachgedacht von den Entwicklern. Aber es ist schon sehr weit gegriffen, die Vermutung. Ich wollte gerade sagen, da würde ich jetzt aber auch nicht drauf wetten. Wir haben die Kombos so schlecht mit Aqua gemacht, vielleicht sollten wir ihr... Nee! Ist er tot? Du könntest ihn noch umbringen. Er könnte dich beißen, wenn du den Helm abnimmst. Nee. Not bad at all. Congratulations. I'll keep you around. Never hurts to have a backup. Okay. Also wenn Keyblade mit Ven nicht funktioniert, unter Aqua oder was? Anything else happens to Terra and Ven. Aqua! Also Keyblades meine ich ja natürlich. Mehr Keyblades. Hey Aqua. Were you able to find him? Yeah, but he's gone. Oh nein. Right. Then I can't stay here. Let me go with you, Aqua. No, Ven. Niemand will dich dabei haben, Ventus. Geh einfach nach Hause. Meine Fresse. Ey, der Meister was anderes sagt. Du musst hier jetzt noch mit Lee kämpfen. Ja. Ching und tschüss. Muss noch eine wichtige Lektion von Lee lernen. Wie, ich wünsche, ich hätte so gute Freunde. Die hat mit der Rüstung ja schon ein bisschen was von einem Zora. Zwar ein bisschen metallischer, aber hat irgendwie was von einem Zora. Na, so ein bisschen. Sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als die Zora-Rüstung als Twilight Princess. Kunststück. Diese hässliche Umgestalt. Alles sieht besser aus als diese Rüstung. Ich hoffe, in Atem der Wildnis wird das nicht so schlimm werden. Wer weiß. Ja, was sie da so einbauen. Die nächsten Gebiete sind offen, wie zu erwarten war. Oh mein Gott, wie konnten wir nur erwarten, dass diese drei Welten vorkommen? Ich würde jetzt einfach mal spontan in den Raum werfen. Wir werden wahrscheinlich weder mit Deep Space anfangen, noch mit der Arena des Olymp. Wie kommst du auf die Idee? Sondern wir werden endlich das letzte Minispiel machen und eine Welt komplett erkunden, die wir nicht erkunden müssten, weil das Spiel uns garantiert genau da absetzen wird, wo das Minispiel ist, das die Welt sofort beenden würde. Ja, das Übliche. So ein Running Theme dieser Welt, was ich jetzt über zwei Welten irgendwie bemerkt haben könnte. Vielleicht. Wenn du es mir nicht sowieso verraten hättest. Oh nein, ist wieder Captain Justice. Comes the fearless defender and hero of this town. It is me, Captain Justice. Tada! Geh weg. Hä? Ja, richtige Reaktion. Das ist einfach umdrehen und weggehen, genau. Perfekt. Endlich ein Charakter, mit dem ich verstehe. I'm sorry, but I really don't need any kind of hero. Bonafide or... Oh nein! Rudy ist umgefallen. Captain Justice to the rescue! Ich will deine Hilfe nicht. Ja. You
for shame. Maybe this job's perfect for you, Mr. Hero. What? Name your catastrophe. Those annoying monsters have turned up again over in Fruitball Plaza. They're all yours. Den Früchteballplatz. Monsters. Don't tell me the Infirst are here. Die sind überall, Aqua. Monsters? Well, too bad. Not on my list. I didn't know bona fide heroes got to pick. But I wouldn't stand a chance of surviving. Fitting them into my schedule. Gosh. I thought you said you were Captain Justice. Gorsch. They're ruining Fruitball. Oh nein, nicht Früchteball. Somebody's calling for Captain Justice's help. Tschüss, Captain Justice. Nah. Do not fear, I am on my way. Sounds like this catastrophe can't wait. But I'll be back here in a jiff. Dafür, dass Carlo später häufiger ein Boss ist, der ordentlich was aushält. Ja, aber hier hat er noch kein Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten gehabt. Offensichtlich. Hat noch keine Herzlosen unter sich. Ja, eben. Er hat nicht gelernt, explodierende Bowlingkugeln auf uns zu schmeißen. Ja. Ja, besiege sie im Früchteball, statt sie einfach zu töten. Was? Warum? Nein, ich will nicht. Ich will sie einfach umdrehen. Fertig. Disney Town! Da wären wir wieder. Ja, Disney Stadt. Lange nicht hier gewesen. Immer wenn diese Musik spielt, warte ich darauf, dass Terra kommt und uns vermöbelt. Ja, dann schätze ich, wird's Zeit, zu einer Pinball-Maschine zu laufen. Ja, aber erstmal diese Umgebungskarte aufzusammeln. Ja, erstmal alles andere erkunden. Pling, da Fling. Haben wir die Karte oder sowas. Boah, außerdem können wir bestimmt wieder Feuerwerk hier rausholen. Ganz Überraschung. Und Popcorn und weiteren Fling. Kram. Heiltrank. Nee, Konfetti ist hier vorne drin. Konfetti, kein Popcorn. Konfetti! 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 Und vor allem können wir diesmal tatsächlich mit dem Eiscreme-Shop reden. Danke für die Zutaten. Also, mit anderen Worten, hier ist es schon passiert. Nach unten klettern? Ja. Also ist sie wieder die Letzte, die hier ist. Die ist immer das Letzte. Die Letzte. Ja. Konnten wir nicht noch runter zu der Rennstrecke und da Sachen sammeln? Ja, aber da wir doch nachher sowieso wieder oben auf dem Dach von der Rennstrecke raufkommen. Ja. Natürlich hab ich recht. Selten, aber in dem Fall stimmt's. Halt eine Taler, 2. Nächste Stufe in 46, also nicht mehr lange. Ja. Ein paar wenige Encounter, dann haben wir's. Zum Glück haben wir genügend Blitz, wir haben ja jetzt schon Blitzrad drin, Hürden für das Gebiet. Ja. Attacke ist übrigens gestiegen, endlich mal wieder ein bisschen mehr Angriff. Stufe 15 haben wir erreicht. Thunder. Und Freudenkristall. Ja. Außerdem nervige Blitzer, Gegner. Donnerwetter. Ey, Stufe 4 könnte nicht das Maximum von Donnerwetter sein. Pause. Der Kampf dann irgendwann mal zu Ende ist. Vergiftet. Darf ich jetzt endlich? Danke. Wahrscheinlich, weil vergiftet war. Ja. Vermutlich. Ja, Donnerwetter ist fertig. Dann können wir nämlich Gefrierpunkt einsetzen. Und dann können wir hier noch was irgendwie Weiteres einsetzen. Eis haben wir noch überhaupt nicht gelevelt. Dann leveln wir wohl Eis. Eis. Ich hätte noch diesen Blitz mitnehmen können. Boah, hab ich nur gewusst, dass das ein Blitz ist. Weiß ich nicht. Ich sage voraus, das, was da vorne rechts steht, ist ein Mimic. Das ist eine gewagte These von dir. Finde ich auch. Also, wenn ich diese Wette gewinne, der Wetteinsatz sollte mindestens 1:50 sein. Ich habe 60 Euro gesetzt, also... Ja, jetzt ist nur die Frage, wer das dafür bezahlt, ne? Weil ich werde es nicht tun. Ein Mimic! Ich bin reich! Wow! Welche Überraschung. Ja, und das ist jetzt Klingenaura. Ach, haben wir es doch endlich mal getriggert. Ja. Und dann müssen wir es auch schon wieder enttriggern, weil es stört. Aber ja. Wir brauchen Blitz. Wir brauchen Blitze. Außerdem Blitz. Blitzra. Und Angriffe, damit wir Donnerschlag kriegen. Ja. So. Donnerschlag. So, viel einfacher. Bam! So.
Macht unwesentlich einfacher. Wenn du Donnerschlag erstmal drin hast, ja. Ich hab diesmal keine Sturmläufe, diese muss ich tatsächlich. Plattformen. Das ist grausam. Hättest du mal welche gekauft? Ja. Scheinbar hattest du keinen Grund, Sturmläufe für irgendwelche geheimen Schätze zu holen oder so. Ich meine nicht. Ich kann mich irren. Öffnen, Megatrank. Öffnen. Ja, öffnen. Danke. Kraftkristall. Backflip, Rückflip. Ja. Apropos Backflip, Rückflip. Sportsfront rausmachen. Ja. Da geht das deutlich einfacher. Ja, das macht Sinn. Für die Hände hier vorne. Ja. Jetzt, wo wir keine Bewegungsfähigkeit haben, die uns den Arsch rettet, wenn wir runterfallen. Ja. Ich bin echt sicher, ob wir von hier aus überhaupt da hinten rüberkommen. Warum sollten wir nicht? Weil das hier ganz schön weit ist. Wie du siehst. Ja. Ich bin gar nicht sicher, ob wir da so hinkommen. Könntest du nicht einfach vor dem letzten Sprung Pause drücken und Sportsfreund anmachen? Könnte ich, ja. Das müsste dann noch locker reichen. Ist natürlich immer noch ziemlich enges Timing, wie man gerade gesehen hat, aber es müsste eigentlich möglich sein. Wenn man es genug timet und schafft und ja. So. Und überhaupt Zahnräder. Auf das Zahnrad draufkommt. Nein! Die schwor knapp. Ja. Was dürfen ja keine runden Plattformen sein, das wäre zu simpel. Es sind einfach nur abgerundete Plattformen, damit man leicht runterfällt. Ja. Nicht mal die Zahnräder. Dann wären es ja keine ordentlichen Zahnräder. Es könnte timing-technisch hart werden. Ja. Gut, wir sind auf jeden Fall drauf. Dann holen wir uns mal den Sportsfreund rein und. Yep! Ach, ja. Gut. Aber wirklich den Sportsfreund. Also, das hätten wir im Sprung, glaube ich, nicht geschafft. Ich glaube auch nicht. Bloß nicht runterfallen. Oder erstmal alles Wichtige tun. Ja. Chaos-Kristall! Thunder. Geht mir weg! Wir wollen da dran, geht weg! Ma! Plötzlich fette Kugel. Megatrank, so, jetzt kann hier oben passieren, was will, wir haben alles, was wir wollten. Ja. Sticker gibt es hier, glaube ich, nicht. Nee, diesmal ist hier oben kein Sticker. Dieses Mal. Dieses Mal. Okay, sehr schön. Jetzt, wo wir das geschafft haben, auf in die andere Richtung. Ja. Zum Pinball! Yay! Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit Aqua Pinball zu spielen, die jetzt gar keine zusätzlichen Bewegungskommandos hat. Ja. Weder die extra gekauften noch ein inhärentes Bewegungsding. Ja, spaßig. It's gonna be fun. Fun, fun, fun. Lass mich nicht schieben lassen. Der Sprung ist schon weit genug. Ja. Und es ist ein Freudenkristall. Auf der linken Seite stand keiner drüber? Nee. Okay. Stand auch noch nie. Ja, dann würde ich sagen. Pinball wie beim nächsten Mal. Genau, beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder mal Pinball spielen. Ich finde es immer schön, vor der Pinballmaschine Pause zu machen. Ja. Also bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.